Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist, das heißt, ich darf euch ganz tolle Ideen von meinen Teammitgliedern und mir zeigen zum Thema Weihnachtskarte. Aufwendig und oder einfach. Also ihr seht in diesem Video mehrere Karten so oder so gestaltet. Meine Kartenidee ist diese hier. Und zwar ist es eine besondere Kartenform, würde ich sagen. Die kann man ganz flach verschicken, funkeln und glitzert. Und die kann man dann eben so schön aufstellen und hinstellen. Ich finde, es ist eine ganz tolle Kartenform. Diese hier sieht so aus. Und diese hier sieht fast genauso aus. Da ist noch ein bisschen mehr Glitzerfunkel dabei. Und hier ist auch noch ein bisschen mehr Geglitzer im Innenteil sozusagen. Also das wäre meine Kartenidee dazu. Die ist jetzt ein bisschen aufwendiger zum Basteln, aber trotzdem würde ich sagen, eigentlich auch einfach. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, da zeige ich euch auch ganz viele andere Ideen zu dieser Kartenform, also sommerlichere Karten. Ich habe das Video auch witzigerweise gerade aufgenommen, also ich habe die Karten auch gerade noch hier. Ihr seht da ganz viele verschiedene Versionen davon, aber ich verlinke euch dieses Video auf jeden Fall hier oben unter dem weißen i, dann könnt ihr nachschauen. Genau, also diese Karte könnt ihr einfach so nachbasteln und jetzt darf ich euch die Ideen von meinen Teammitgliedern zeigen. Noch ganz kurz, bevor ich starte, die ganzen Materialien für diese Karte würde ich euch am Ende von diesem Video zeigen. Dann könnt ihr die genauso nachbasteln wie hier mit der Anleitung, die ich euch vorher oben verlinkt habe. Aber dann wisst ihr auch, was ich benutzt habe und könnt die genauso nachbasteln. Am Ende des Videos gehe ich da kurz drauf ein und sage euch, was ich da benutzt habe. Und jetzt starten wir mit den Karten von meinen lieben Teammitgliedern. Und die erste Karte ist von der Petra. Einmal ist das die Materialliste und das ist eine wunderschöne Karte, passend mit einem schönen Kuvert, die hier wunderschön in Weiß und Silber gehalten ist. Ganz edel und nobel sieht das aus, finde ich. Einmal eine silberne Mattung und dann hier vorne auch nochmal den Aufleger, auch noch mit Silber ummantelt sozusagen. Und dann hier diese Weihnachtsgrüße schön aufgestempelt und ausgestanzt und mit so einer kleinen Stanze noch am Rand. Und hier vorne eine große Schneeflocke. Und dann noch diese ganz zarte, die man als Stanzteil schon kaufen konnte. Ich glaube, jetzt ist sie nicht mehr, weiß ich nicht, ob sie übernommen wird, aber ich glaube nicht. Passt da aber perfekt drauf. Wunderschön. Also so eine schöne weiße Ton-in-Ton-Karte mit dem Silber, das macht sich total gut. Das ist so elegant. Und hier innen drin auch nochmal schön mit den Schneeflöckchen gestempelt. Also eine ganz, ganz schicke, tolle, edle Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Petra, für diese wunderschöne Idee. Und die zweite Karte von der Petra ist diese Weihnachtskarte. Da habt ihr mal die Materialien. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass diese Etiketten auch noch ausgestanzt sind mit der Büttenrand und mit der hier. Also wunderschön, oder? Ich muss mal kurz erwähnen. genau, das ist die zweite Weihnachtskarte von der Petra. Die sieht auch total schön aus. Ganz viel Silber, Glitzer, Funkeln. Das Designerpapier ist auch schon so mit Silber hinterlegt. Und dann diese wunderschönen Tannenbäume in grünem Glitzer. Weihnachtsgrüße mit einem Etikett. Hier vorne die kleinen Glöckchen und dann Schleifchen. Und da sogar im Hintergrund ist nochmal ein Schleifchen dran. Seht ihr das? Da hinten ein silbernes Schleifchen. Total schön. Eine wunderschöne Karte. Und das Funkeln geht auch von außen in den Reihen nochmal mit Designerpapier und den Tannenbäumen. Und hier, das ist auch ganz cool, im Prinzip hat man diese Randstanze, also das ist so eine Dreierstanze, die habe ich auch irgendwo hier. Da macht man nur dieses kleine Element und wenn man das an alle Seiten anlegt, kann man sich richtig schöne Etiketten in jeglicher Größe ausstanzen. Das finde ich total cool und das hat die Petra da richtig schön gemacht, vorne und innen. Also total cool. Und ich muss auch noch auf eine kleine Sache hinweisen, das Kuvert ist nicht nur bestempelt, sondern auch geprägt. Das finde ich auch eine tolle Idee. Also, dass man hier diesen Teil, wo man zukleben kann, dann auch noch prägen kann. Voll schön. Ich hoffe, man sieht es gut. Also wirklich zwei total schöne, edle Weihnachtskarten. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Die nächste total süße Idee kommt von der lieben Anna. Wir haben hier eine ganz tolle Winterlandschaft mit einem kleinen Rehlein vorne dran. Total süß. Und ich finde die Farben sehr, sehr schön für eine Weihnachtskarte. Also Blütenrosa als Hintergrund, würde ich sagen, ist Blütenrosa oder könnte Kirschblüte sein, aber ich glaube, es ist Blütenrosa. Ist, glaube ich, nicht unbedingt die
erste Idee, wo man hat, wenn man an Weihnachten denkt. Und ich finde, es ist so schön und so eine tolle Abwechslung. Macht es richtig frisch und schön. Also finde ich eine ganz, ganz coole Karte. Sie hat hier vorne bei dem Rehlein gestempelt und danach embossed. Auch hier noch ein paar Kleckse embossed. Und dann hier das Etikett schön hinterlegt. Genauso wie im Hintergrund einfach die großen Etiketten. Beide bestickt und dann noch bestempelt mit den Bäumchen. Also total schön. Ich finde, das ist eine richtig frische, schöne, tolle Weihnachtskarte. Farbkombination finde ich genial. Ich drehe ja die Videos vor und wir haben jetzt Mai und Juni und da ist man noch nicht so ganz auf Weihnachtsstimmung und da finde ich, ist so eine Weihnachtskarte mit diesem schönen Blütenrosa richtig schön frisch. Gefällt mir total gut. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Die nächsten beiden Karten sind von der lieben Heike. Und wir haben hier einmal die aufwendigere Karte. Und die zweite ist ein bisschen einfacher. Ich lege es mal kurz auf die Seite so. Ich starte jetzt, glaube ich, mal mit der Materialliste. Diese Karte hat sie selber entwickelt. So verstehe ich das. Und zwar im Rahmen eines Technikbuches hat sie mir geschrieben. Und ich zeige euch jetzt mal, wie cool die Karte funktioniert. Und zwar, man kann die hier aufmachen. Man hat hier so einen kleinen Klebepunkt. Und dann hat man die Karte in diesem Format. Und dann kann man die nochmal aufmachen, kann sie nach oben legen und kann hier noch ganz viele Grüße unterbringen. Das ist doch mal eine coole Idee, oder? Ich finde es total schick, wie das hier mit diesen Dreiecken die Karte so einhüllt, wie so eine Banderole. Das finde ich total schön. Ich finde die Farben total klasse. Und ich finde es auch total schön, dass es noch so ein kleines bisschen hier funkelt und hier unten funkelt und dass das alles irgendwie so eingerahmt ist. Also ich finde, die Bäume rahmen jetzt so den Spruch ein und diese Banderole, die rahmt so die ganze Karte ein und dann kann man nochmal was aufmachen und dann kann man hier noch Grüße unterbringen. Also das finde ich total schön. Das ist eine total schöne Idee und mit diesen Dreiecken, das finde ich, sieht total elegant und nobel aus. Voll schöne Idee, oder? Ihr findet die Heike, muss ich mal kurz gucken, wo der Stempel ist. Hier bei Stempelloft. Und natürlich das passende Kuvert dazu. Ist doch eine mega geniale Idee. Finde ich ganz besonders und mal was ganz anderes. Schöne Weihnachtskarte. Und die zweite Karte gefällt mir auch total gut. Eine kleine Geschenkekarte. Hier kommt ein Gruß zur Weihnachtszeit. Finde ich super schön, dass das so. Ja, so schön ineinander harmoniert mit den Blautönen und dass sie hier mit dem Büttenrand das Etikett vorne ausgestanzt hat und dann dazu diese kleinen Sprenkelchen gemacht hat. Das hüllt es auch ein bisschen ein, das finde ich total schön und dann noch die Glitzersteine drauf. Also ich finde, da braucht es gar nicht mehr. Das ist eine total coole Karte und die gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die Farben sind Marineblau, Abendblau und Babyblau kombiniert. Sehr schön, festlich geschmückt. Das Stempelset und festliche Umrisse, das habe ich gar nicht im Kopf, aber das finde ich total schön. Cool. Vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Kartenideen, liebe Heike. Und jetzt haben wir nochmal zwei schöne Kartenformen. Die sind jetzt von meiner anderen Petra. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die sind beide so schick. Jetzt fangen wir einfach mal hier an. Das ist eine, auch so eine Seafold-Card oder so eine Klappkarte, die finde ich wunderschön. Gesegnete Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr mit diesem ganz tollen Designerpapier. Das ist schon älter, das war aber so toll und auch mal andere Farben zu Weihnachten, eben mit diesem zarten Rosa und ja, die Farben einfach so kombiniert, es passt total gut und hat man irgendwie vorher, bevor dieses Designerpapier kam, fand ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das eigentlich auch mal als Weihnachtsfarben ausprobieren kann. Also total schön. Einmal hier vorne ist der Hintergrund geprägt. Das ist übrigens die gleiche Prägeform wie vorher bei dem Kuvert. Dann schönes Etikett ausgestanzt und das eben nur auf die eine Seite geklebt. So hat man hier noch Platz für kleine Grüße. Ich bin irgendwie zu nah. Und dann hier eben das wunderschöne Designerpapier. Und dann kann man die Karte umdrehen und hat hier noch Platz, um einen kleinen Gutschein unterzukriegen, einen kleinen Wunscherfüller. Das ist ein kleines Kuvert, total schön. Und das kann man dann eben hier rein machen in diese geprägte Tasche. Also das ist total schön. Schöne Farben. Gefällt mir unheimlich gut als Karte. Und die könnt man auch so hinstellen. Falls ihr ein Foto zu Weihnachten verschicken wollt, könntet ihr auch so eine Karte basteln und dann hier noch ein Foto unterbringen. Und das wäre, glaube ich, so ziemlich ein normales Format. Oder ihr könnt es euch auch umrechnen auf ein normales Fotoformat. Aber das wäre natürlich auch eine tolle Idee.
Also die Nummer 1, Karte Nummer 1, wunderschön. Und jetzt kommt nochmal so eine schicke Karte und die funkelt. Schaut mal dieses Papier an, wow. Also das ist auch eine wunderschöne Karte. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen zu nah, habe ich das Gefühl. Ich gehe immer ein bisschen zu nah hin. Jetzt mache ich es mal so. Und zwar haben wir hier den Adventszauber als Spruch. Das sieht ja auch toll aus. Und hier an der Seite hat sie dieselben Standsformen benutzt, wie ich auf meiner Karte. Da gibt es nämlich auch so gerade. Also da gibt es diese runden hier und dann gibt es eben noch diese geraden. Und da schimmert dann immer das Glitzerpapier, das man unten reinmacht, so wunderschön durch. Also das ist total toll. Dann dieses Pferd. Also ich finde auch die Standsformen toll und ich finde diese Zweige ganz, ganz besonders schön. Die passen von der Farbe so schön dazu und die sind total schick. Hier noch eine kleine Blume drauf und ein Sternlein. Also wirklich total schön. Und innen auch, das sieht ja megamäßig aus. Sieht aus wie gemalt, aber das ist draufgeklebt, das ist ausgestanzt und dann draufgeklebt. Und auch die Umrandung total schön. Also das ist auch eine total schöne Karte. Hier findet ihr die Petra. Und ja. Also ich finde beide Karten wunderschön. Ich glaube, die könnte mich auch gar nicht entscheiden. Also ich finde die beide total klasse und freue mich sehr über diese wunderschönen Ideen, die ihr uns geschickt habt. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt wollte ich euch noch ganz kurz meine Materialien für diese Karte sagen, falls ihr die nachbasteln wollt. Ich habe hier, also abgesehen von Grundweiß und Farbkarton, das Designerpapier ist schon älter, das ist aus dem letzten Katalog. Ich habe hier Chili als Farbe benutzt zum Stempeln und auch für den Hintergrund, Grundweiß und eben das bisschen ältere Designerpapier, aber da könnt ihr gucken, vielleicht gibt es ein ähnliches jetzt dann im neuen Katalog. Und genau, der Hauptdarsteller sind eigentlich die Stanzformen und das Stempelset dazu. Und ein bisschen auch dieses goldene Glitzerpapier. Da gibt es ein Papier, das heißt Spezialpapier. Schillernd schön heißt es. Es hat diese Bestellnummer. Da sind 8 Papiere drin und zwar einmal in diesem richtigen Gold und einmal in diesem bisschen dezenteren Gold, würde ich sagen. Und ich habe jetzt immer das dezentere verwendet und habe aus dem eben dieses ganze glitzerige Hintergrundpapier benutzt. Und als Stanzformen habe ich eigentlich hauptsächlich die Kreise. Und die Schneeflocken und diesen Kringel, auch die kleinen Schneeflocken habe ich mal eingearbeitet. Und zwar nennen sich die Stanzformen schönste Etiketten. Die haben diese Bestellnummer. Und dazu passt das Stempelset Lichterzauber, das habe ich auch benutzt. Das hat diese Bestellnummer und da habe ich den Spruch gesegnete Weihnachten rausgenommen. Und dann habe ich innen rein noch gestempelt mit etwas Glitzer zum Fest wird's wunderbar und funkelt vor Glück, soll es auch das neue Jahr. Und das ist aus dem Set Allerbeste Grüße. Also falls ihr da diese Sprüche sucht oder so, das hätte diese Bestellnummer. Da sind auch wunderschöne Sprüche drin. Und das sind so die Hauptdarsteller von dieser Karte. Und eine Kleinigkeit noch, das war eigentlich ein Versehen, aber das sieht auch total witzig aus. Falls euch das auch so geht, könntet ihr das eventuell auch weiterverwenden. Wenn ihr euch den Kreis einmal ausstanzt und ich habe mir den vorgekurbelt und zurückgekurbelt und da ist er ein bisschen verrutscht und dann hat er so eine, also es sieht aus wie so ein, wie wenn es gewollt wäre, oder? Dann mit viel mehr Löchern. So im Vergleich könnte man auch verwenden. Fände ich eigentlich auch witzig. Aber irgendwie ist das mal so per Zufall passiert. Und mir dachte, das zeige ich euch noch schnell. Was euch das auch so geht, also dass man das ja auch ganz witzig auch noch verwenden könnte. Genau. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch gefallen unsere ganzen Kartenideen. Vielen, vielen Dank an meine Teammitglieder fürs Mitmachen. Ich habe dieses Video jetzt schon im Mai aufgenommen, also schon eine ganze Weile vor Weihnachten. Ich bin noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung, aber ich, ja, habe mich jetzt trotzdem gefreut, dass ich so viele schöne Weihnachtskarten anschauen durfte und zeigen durfte. Und ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir. Ihr könnt uns gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch geben, da freuen wir uns drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Kreativ wird was Neues. Tschüss! Und danke fürs Mitmachen an meine Teamies.